So, ich befinde mich im Sonnenuntergang des Abendlandes auf der Schwelle zwischen der Art von Zivilisation, für die wir Menschen uns irgendwie hier entschieden haben, und dem, was vor uns war, den Bäumen, dem Hambacher Forst, der hier seit 12.000 Jahren steht. Ja, und ich finde es halt einfach mal super spannend, die Szenerie hier. Was für ein Kampf oder Krieg oder Konflikt hier gerade einfach passiert. Also dass es halt hier dieser Wald ist und so, ist einfach nur Symbolcharakter für etwas viel, viel Größeres. Zwischen halt dem, wie wollen wir leben, wo wollen wir hin. Und ich meine, hier sehen wir halt, wie wir die Erde, also Ressourcen, also generell, ne, stellvertretend, symbolhaft, halt abbaggern und schürfen und rausnehmen. Und die Frage ist halt, was wollen wir damit letztendlich? Also wohin mit dieser ganzen Technik-Evolution, um auf andere Planeten zu kommen und die zu besiedeln, da bei unseren eigenen Planeten zu schrotten? Oder hat die Natur eigentlich alles schon bereitgestellt? Und wenn ich mir vorstelle, wir hätten all die Jahre, und all die Energie und Zeit, die wir halt da reingesetzt haben, Technik zu entwickeln, da reingesetzt, mit Tieren zum Beispiel zu kommunizieren. Und jetzt würden uns die Eichhörnchen Nüsse knacken und Bäume pflanzen und die Bären verpflanzen die und buddeln die und machen Gräben und wir brauchen keine Bagger. Also was ist alles möglich, wenn wir halt unsere Energie, unseren Fokus, unseren Geist, unsere Schöpferkraft halt auf etwas für mit der Natur setzen, anstatt in einem endlosen Kampf sie zu bezwingen und zu beherrschen und zu dominieren. Und sie zu zerstören, weil wir sind ja auch Natur und wir zerstören uns selbst. Und hier sehen wir halt den Kampf, die Interessen der Menschen, die halt Strom beziehen, um ihr Haus zu heizen und zu kochen und Licht zu haben und PlayStation 4 zu spielen oder so weiter, gegen die Interessen der Menschen, die halt den Wald bewahren wollen. Und das ist aber eine kleine Minderheit und deswegen wird sie halt durch die Exekutive hier folgsam zurückgedrängt. Hier standen die Baumhaussiedlungen Lorien und Mike Town. Da ist nicht mehr wirklich viel von zu sehen. Und ja, diese Bäume sehen dem Abgrund entgegen. Wie auch wir vielleicht. Und naja, das heißt ja, ne? Erst wenn der letzte Baum gerodet, werden wir sehen, dass man Geld nicht essen kann. Ich bin gespannt halt, was dieser Wald, wenn er dann abgeholzt ist, dieser 12.000 Jahre alte Eichen-, Hainbuchen-, Maiglöckchen-Wald, der absolut einzigartig ist in seiner Form. Und dann, wenn man ein bisschen in die Biologie geht oder in die Forstwirtschaft, dann ist es ein ganz besonderer Wald. Das ist dieser Stieleichen-, Hainbuchen-, Maiglöckchen-Wald, den habe ich ja schon erwähnt. Der ist in Europa in dieser Zusammensetzung einmalig. Welchen Märtyrertod der mit sich nimmt, was danach passiert, wenn das vollbracht wurde, dieses Opfer. Deiner Meinung nach soll ich also statt des Waldgottes lieber die Samurai umbringen? Nein! Ich möchte, dass die Menschen und der Wald in Frieden miteinander leben! So, nun passt alle gut auf. Ich zeige euch, wie man einen Gott umbringt. Den Gott des Lebens und des Todes. Ich habe keine Angst vor ihm. Wut!
keinen Fall den Körper berühren. Er saugt sonst euer Leben ein. Das ist alles falsch. Eigentlich dürften wir gar nicht hier sein an diesem Ort. Aber wir sind sie. Das ist wie in den großen Geschichten, Herr Frodo. In denen, die wirklich wichtig waren. Voller Dunkelheit und Gefahren waren sie. Manchmal wollte man das Ende gar nicht wissen. Wie könnte so eine Geschichte gut ausgehen? Wie könnte die Welt wieder so wie vorher werden, wenn so viel Schlimmes passiert ist? Aber letzten Endes geht auch er vorüber. Dieser Schatten. Selbst die Dunkelheit muss weichen. Ein neuer Tag wird kommen. Und wenn die Sonne scheint, wird sie umso heller scheinen. Das waren die Geschichten, die einem im Gedächtnis bleiben. Die irgendwas zu bedeuten hatten. Selbst wenn man noch zu klein war, um sie zu verstehen. Aber ich glaube, Herr Frodo, ich verstehe jetzt. Ich weiß jetzt. Die Leute in diesen Geschichten hatten stets die Gelegenheit, umzukehren, nur taten sie es nicht. Sie gingen weiter, weil sie an irgendetwas geglaubt haben. Woran sollen wir glauben, Sam? Es gibt etwas Gutes in dieser Welt, Herr Frodo. Und dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dass wir um keinen Preis tauschen würden. Dass ich lieber jetzt ins Gefängnis gehe, als mit irgendwem von denen zu tauschen. Weil ich weiß, dass ich das Richtige mache. Und weil ich weiß, dass ich genau da bin, wo ich hingehöre. Genau das tue. Und das die schönste Zeit meines Lebens war hier und ich so viel gelernt habe. All das, was ich draußen in der Gesellschaft nie hätte lernen können. Dass ich jetzt die ganze Scheiße, die die Gesellschaft mir eingetrichtert hat, erst wieder vergessen musste. Mich mit anderen Menschen zu vergleichen oder zu konkurrieren oder was angeblich wichtig ist, wie wir aussehen. Diese ganze Scheiße musste ich wieder verlernen. Aber das haben die Menschen mir hier gezeigt, dass es nicht wichtig ist. Sie haben mich als Wesen akzeptiert. Und das können die mir nicht mehr wegnehmen. All diese Erinnerungen, die ich habe, können sie mir nicht mehr wegnehmen. Und sie können auch diesen Cup hier nicht gewinnen, weil draußen so viele Menschen hinter uns stehen. So viele. Und hinter diesen Menschen steht ein Konzern ohne Zukunft. Hinter diesen Menschen hier steht nichts als ein Arbeitsvertrag. Das sind Lohnarbeiterinnen. Und sonst nichts. Und deswegen ist es mir egal, ob ich jetzt heute von diesem Traumhaus geholt wurde. Ich weiß, die anderen Menschen kämpfen weiter und ich weiß, sie werden es den Menschen hier verdammt schwer machen. Und ich bin super stolz auf all diese Menschen, die es schaffen, Baumhäuser mit ihren Händen zu bauen. Und diese Menschen schaffen es nur mit Hebebühnen da hoch, mit riesigen Maschinen. Und guckt euch an, was sie hier alles hingebracht haben, um uns zu räumen. Und wir haben das mit unseren Händen und unseren Füßen geschafft und sonst nichts. Wir haben es einfach nur mit uns selbst geschafft. Und deswegen ist es für mich jetzt okay. Weißt du, all diese Menschen einfach nur gerade ihr eigenes Grab schaufeln. Danke. Für halt diese technische, fortschreitende Gesellschaft, wo immer noch nicht klar ist, wohin mit dem Fortschritt, was ist wirklich, wo sind wir fortgeschritten, was haben wir geschafft, inwiefern ist unsere Kultur fortgeschrittener, müssen wir weniger arbeiten, sind wir zufriedener, sind wir glücklicher. Ja, und hier wird es gerade symbolhaft ausgefochten, dieser innere Konflikt, der vielleicht in dem einen oder anderen Mensch zum Bewusstsein kommt. Wohin gehe ich und wohin wollen wir als Gesellschaft gehen? Und ich frage mich dann manchmal an solchen Orten wie hier, was wäre besser, wenn quasi jetzt so ein Systemcrash wäre, alles würde zusammenbrechen und ne, die ganzen Maschinen da, die arbeiten nicht mehr weiter, sagen wir Sonnensturm oder Co. Ne? Die liebe Sonne, die kann ja jederzeit mit einem gezielten Sonnensturm alle Elektronik hier auf der Erde zerstören und dann gehen aber auch die ganzen Kernkraftwerke hoch und
Führende Wissenschaftler und Berater der US-Regierung gehen davon aus, dass eine solare Supereruption wie 1859 ganze Regionen in nur 90 Sekunden lahmlegen kann. Strommasten wirken dann wie riesige Antennen und empfangen heftige Stromüberschläge. Diese lassen sogar die Spulen in Transformatoren schmelzen wie Butter. Selbst wenn Teile des Stromnetzes schnell repariert sind, bleibt ungewiss, wann wieder Strom fließt. Denn viele Kraftwerke stehen weiterhin still. Bei ihnen kommt der dringend notwendige Nachschub an Öl und Gas nicht an, weil ohne elektrische Pumpen selbst in den modernsten Pipelines nichts befördert werden kann. Ja, aber es bleiben dann auch solche Wälder noch erhalten und die ganzen Wälder im Amazonas und Regenwald und sonst wo was. Also was ist immer besser? Schaffen wir es noch, diesen Wandel hin, davon loszukommen, von dieser Droge der Selbstzerstörung und Ausbeutung hin zu, ne, wie quasi ein Heroin-Junkie geschafft ist, davon loszukommen? Ist ja auch für sich selbst das Beste, oder muss er halt zugrunde gehen? Irgendwie, das stellt sich immer die Frage, ne? Also wie weit wollen wir gehen, wirklich bis zum letzten Rest? Und dann ist es dann so? Oder schaffen wir vorher das? Und ja, was wäre besser, wenn es jetzt schon crashen würde? Und wir haben, oder halt vor 30 Jahren, und es wären noch eine Menge schöne Wälder erhalten und eine Menge guter Boden unasphaltiert und unverseucht geblieben. Oder wir kriegen eine Wende hin. Deshalb heißt dieses Jahrhundert, vor dem wir stehen, entweder ein Jahrhundert des totalen Umbaus oder ein Jahrhundert der Gewalt, der Verteilungskonflikte und, ich würde sagen, der Dezivilisierung der Menschheit. Das ist die Alternative, vor der wir heute stehen. Aber für mich kann die Wende halt nur hin zur Natur aussehen und nicht zu einem Technikstaat, weil die Natur an sich, sehe ich, ist vollkommen und alles drin. Und alles, was wir darüber hinaus versuchen aufzubauen, ist nie so vollkommen und nie so durchdacht und nie diese Schöpfung einfach. Ja, hier diese paar Bilder von mir vom Hambacher Wald. Vielleicht kann ich das ja schneiden, mein Videoprogramm, Schneidprogramm, das streikt so. Und vielleicht kann ich euch nicht die ganzen Bilder einblenden von den netten Orten, die ich hier gesehen habe. Ja, aber es ist auch 6 Minuten, reicht für einen Kommentar. Hier sieht man auch noch so Wildschweine durchs Gras jagen, die auch nicht mehr wissen, wohin. Habe ich auch gefragt, was dieser Mensch, der da im Bagger Tag ein, Tag aus, 8 Stunden am Tag, jeden Tag sieht, wie Erde weggebaggert wird. Was macht das mit dem Bewusstsein? Und wie haben die Menschen hier die letzten 5 Jahre in den Baumkronen gelebt? Was haben die erfahren in ihrem Bewusstsein? Halt mit diesem Ausblick auch. Ja, aber noch sind die meisten, denke ich, auch nicht dazu bereit oder fähig, ohne die Technik und den sogenannten Komfort daraus leben zu können. Und dementsprechend wollen sie das alles hier, wollen den Abriss und das Abbaggern. Ja, was meint ihr? Was spielt sich hier gerade ab? Und wenn ihr schnell seid und so, ich kann es euch nur empfehlen, einfach vorbeizukommen, Hambacher Forst, ganz simpel. Polizei will einmal gucken, ob wir irgendwie Seile oder
Schlafsäcke dabei haben, will sehen, ob wir einen Perso dabei haben. Das reicht denen einfach. Und dann kann man hier in den Wald gehen, kann sehen, wie die letzten Menschen um Solidarität für den Wald rufen. Und ja, sieht halt das große Schaufelrad, was nach und nach sich in die Erde dreht. Aho. The blue and the white one of the eviction company cranes, they moved at Seco Point. So be prepared that we are now in standby mode, or that they're doing a break, or that they come back on another time, but that police forces are getting less and that they are kind of spreading. Yeah. Okay. Yay! Bleib!